Ja, hallo und willkommen, liebe YouTuber bei Gedanken der Zeit. Heute mit einem kleinen Beitrag Ostsee-Anomalie mit dem Untertitel und weitere versteinerte Raumschiffe. Wieso versteinert? Wie kommt man da drauf? Da muss man sich so ein bisschen mit auskennen. Da geht ihr am besten auf den Kanal Fossilien der Götter. Da kriegt ihr super Informationen darüber, wie das so vonstatten geht. Da kann man sich darüber sehr gut informieren, weil das würde jetzt für diesen kleinen Beitrag den Rahmen sprengen. Ja, die Ostsee-Anomalie, die kennt ihr bestimmt. Gibt es ja viele Berichte hier im Internet und kann man ein bisschen recherchieren. Die müsste eigentlich schon recht bekannt sein. Und so ungefähr soll dieses Objekt aussehen, was da nach meiner Meinung halt abgestürzt ist. Und man sieht schon, es wirkt eigentlich schon recht technisch. Viele sagen, es sieht so ein bisschen aus wie der Millennium-Falke von Star Wars. Und man sieht, es ist halt hier liegen geblieben und ist auf diesem Absatz dann zum Stillstand gekommen. Ja, da bin ich dann bei Wikipedia rein, hab mal gesehen, was da so steht. Und dann wurde es halt im Juni 2011 entdeckt, und zwar von Peter Lindberg und Dennis Asberg und ihrem Ocean X-Team. Das ist so ein Tauchteam, die sind immer auf der Suche nach Wracks und holen halt da die Schätze raus. Und dann gab es halt noch so eine kleine Beschreibung, die größere Scheibe zwischen 3 und 4 Meter dick und ungefähr 60 Meter im Durchmesser. Und nicht weit davon entfernt haben die auch noch ein kleineres Objekt gefunden, was halt so aussehen soll wie ein Muffin, aus dem ein Eulenkopf herausragt. Dazu habe ich ein schönes Bild gefunden, was nicht dieses Objekt beschreibt, aber ein anderes Bild gefunden, was dem wohl sehr ähnlich ist. Das zeige ich euch gleich. Ja, das ist die Seite von Ocean X Team. Wie ihr seht halt, womit die sich so beschäftigen. Also wie gesagt, die sind immer auf der Suche nach den Wracks. Und dadurch sind die halt mit ihrem Sonar, da tun die immer den Erdboden mit abtasten und haben dabei halt diese Anomalie entdeckt. Ja, und da war ich bei Parler TV auf der Seite. Da habe ich dann noch folgenden Text gefunden, den fand ich ganz interessant. Und zwar, dass es ein bisschen magnetischer Basalt sein soll, Feuerstein. Das für mich wieder darauf schließt, dass da vielleicht doch irgendwelche Metalle noch vorhanden waren und so. Und sie sagen halt, dass es halt gegossen worden sein soll. Ich bin selber der gegossenen Theorie aufgeschlossen, wer so meine Videos kennt, aber in diesem speziellen Fall nicht, weil sich das Objekt bewegt hat. Also es wurde nicht an Ort und Stelle sozusagen hergestellt, gegossen, sondern es ist wirklich bewegt und ist dorthin. Zeige ich euch gleich. Ja, dann habe ich noch diesen Text entdeckt auf der Seite, dass es halt aussieht wie Beton und dass es schwarz wird, wenn man es abbürstet. Also das weist auch wieder darauf hin, dass es auf jeden Fall aus einem anderen Material ist, wie der Boden darunter. Ja, da soll es gefunden worden sein, zwischen Schweden und Finnland in der Ostsee. Ich blende euch das mal etwas größer ein. Und auch die Koordinaten für Leute, die da bei Google Earth ein bisschen nachforschen wollen. Auf jeden Fall, so sieht das dort aus. Das ist dieses Bild, was die dann entdeckt haben, was sie wohl dann veranlasst hat, darunter zu tauchen und das nachzuschauen, um was es sich da handelt. Genau wissen sie es halt nicht, ne? Aber die sind da wirklich am Forschen und mal sehen, was die noch so rausfinden. Ja, und das sind Bilder von einem Sonar und da sieht man hier das Objekt und das ist halt nach meiner Meinung die Schleifspur, die es beim Absturz hinterlassen hat. Das sieht man hier beim nächsten Bild wesentlich deutlicher. Also es hat sich wirklich in den Untergrund reingegraben, ja, kann man ja fast sagen, und ist dann letztendlich hier stehen geblieben. Das kann man an dem Bild eigentlich ganz super erkennen, und zwar ist es ja von rechts nach links und ist dann hier liegen geblieben und hat aber auch diesen Berg hier durchschlagen und hat dabei halt diese Schicht mitgenommen und dann sich tiefer in den Boden gegraben. Und hier ist die Schleifspur von dem zweiten Objekt. Und man sieht eigentlich, dass beide aus derselben Richtung gekommen sind und sind wohl beide gleichzeitig abgestürzt. Also ich weiß nicht, wie das vonstatten gegangen ist, aber wenn zwei Sachen gleichzeitig abstürzen, könnte es sich auch um einen Angriff gehandelt haben oder so und nicht halt nur um einen technischen Fehler. Und ich gehe davon aus, dass es so passiert ist, hier sieht man nochmal, wie es durch den Berg geschlagen hat, dass es passiert ist, wo noch kein Wasser da war.
Weil wenn Wasser da gewesen wäre, dann wäre der Widerstand viel größer geworden und dann wäre wahrscheinlich diese enorme Einschlagskraft nicht so vorhanden gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das Objekt war, aber ich denke mal, dass es passiert ist, noch bevor das Wasser da war. Von mir aus vor der Sintflut oder so. Wenn man an das Alter ein bisschen zurückdenkt, dass es so bis in die 140.000 Jahre her sein kann, könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, hier sieht man noch so ein bisschen eine schematische Zeichnung. Da sind nochmal die Angaben von Durchmesser, Höhe und so weiter. Hier auch nochmal die Tiefe. Fand ich auch ganz interessant. Und man sieht eigentlich schon, dass es einen sehr technischen Eindruck macht. Und es ist schon sehr mysteriös, ne? Ja, darüber findet ihr zum Beispiel bei dem Kanal Paranormal Dokus 2017. Da könnt ihr euch noch so ein bisschen weiter informieren, wie die das entdeckt haben und was die da so alles erforscht haben. Ist eine ganz interessante Doku. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ja, dann war ich bei Fishing Online und zwar, das ist auch schon länger her. Und zwar haben die da ein UFO aus der Eiszeit in Tallinn gefunden. Und dieses Objekt ist halt schon von Sedimenten überlagert, aber die haben das dadurch entdeckt, dass da irgendwas von ausgesendet wird. Irgendwie eine Strahlung oder irgendeine Frequenz. Und dann haben die, glaube ich, mal eine Probebohrung gemacht und haben halt auch herausgefunden, dass sich da irgendwie mit Aluminium befinden soll. Also es ist für mich auch wieder so ein Rückschluss, dass da vielleicht sich auch um irgendwas Metallisches gehandelt hat. Das ist auch sehr interessant, würde ich auch mal ein bisschen verfolgen. Wenn ihr das wollt, geht da einfach mal auf die Seite von ihm und schaut euch das so ein bisschen an. Ja, dann habe ich das Objekt entdeckt. Das ist in Russland. Also das finde ich schon sehr ähnlich wie unser UFO. Wobei ich bei diesem Objekt und dann gleich bei dem nächsten daran denke, dass es halt nicht bemannt war, sondern ein unbemanntes Flugobjekt, wie die Drohnen zum Beispiel. Und dass sich das halt auch im Laufe der Zeit halt wieder zurück in Stein verwandelt hat. Und dann halt, ja, bei Terra Mystica habe ich halt dieses Objekt entdeckt. Das fand ich auch sehr toll. Und zwar in 25 Metern Tiefen sollen die das entdeckt haben. Dadurch soll das Alter auch über 10.000 Jahre geschätzt worden sein. Ihr seht, es ist nicht allzu groß. Es erinnert mich immer an diese kleinen Flugobjekte, die man über die Kornkreise sieht. Und hat mich aber auch an etwas erinnert, und zwar an das Gerät. Das ist von Viktor Schauberger. Das ist in seiner Repulsive. Und die sieht diesem Gerät schon sehr ähnlich. Auch wenn man sich das hier betrachtet, da sieht man auch noch einen Größenvergleich. Es hat hier ebenfalls diesen Hupf auf dem Deckel, genau wie das Gerät hier auch. Und das beschreibt auch irgendwie das Objekt da in der Ostsee, das kleinere mit dem Muffin, mit dem Eulenkopf. Also da finde ich, da sieht man eigentlich schon sehr deutlich die technische Verbindung. Hier ist so eine kleine Zeichnung, wie das ungefähr funktionieren soll. Und ich finde, das war sehr aussagekräftig eigentlich. Wer sich darüber weiter informieren soll, geht einfach hier, geht auf YouTube, gibt der Viktor Schauberger ein. Da findet ihr ganz viel, auch so ein bisschen, wie das funktionieren soll. Und Viktor Schauberger hat wirklich viele Sachen herausgefunden, hat sehr gute Arbeit gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich weiter über den Menschen zu informieren. Er ist auch nachher nach Amerika mitgenommen worden, nach dem Krieg und so. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, mein Fazit zu der Geschichte. Also, ich denke, dass es sich bei diesen Objekten um ehemalige technische Objekte handelt, beziehungsweise um Fluggeräte gehandelt hat, weil einfach die Natur sowas immer produziert, das glaube ich nicht. Und wer sollte das behauen haben, etc.? Aus welchem Grund diese Formen sind jetzt hier keine Kunst oder irgendwie, ne? Also, ich finde, da ist der technische Zusammenhang auf jeden Fall ganz klar gegeben. Ja, das war's, was ich euch so darüber ein bisschen berichten wollte. Ist nur ein kleinerer Beitrag, aber ich dachte, der ist mal erwähnenswert. Ja, da bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Anmerkungen, Kritik immer gerne gesehen und dann hoffe ich, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.